Natürlich. Ah, komm schon, gut festhalten. Kurz vorm Ziel. Bloß nicht nochmal abstürzen. So. Da wären wir. Alles klar. Da oben nochmal das Assassinen-Logo. Was haben wir hier? Den Adlersinn einsetzen, um verborgene Geheimnisse zu entdecken. Das machen wir gleich. Erstmal die Truhen erkunden. Genauso wie die hier. Das nehme ich gerne mit. Und jetzt müssen wir mal sehen, wo es hier weitergeht. Die hier nicht. Die hier auch nicht. Ist sie lokalisiert. Sehr schön. Und hier haben wir noch eine Truhe. Und die versteckte Tür werden wir dann gleich mal durchtreten. Und zwar einmal hier. Der nächste Schlüssel. Es ging jetzt wirklich erstaunlich schnell. Finde ich auch ganz angenehm. Okay, der zweite von 5 Masyaf-Schlüsseln. Tja, ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch gleich wieder, genau, heraus befördert. Das hätten wir geschafft. Der zweite Schlüssel. Also gut. Also ich muss sagen, das war wirklich ein kompaktes Level. Ziemlich kurz. Aber wirklich wunderschön. Das hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Einfach nur sehr gut. Okay. Also eigentlich können wir dann direkt mit dem nächsten, mit der nächsten Hauptmission weitermachen. Also wieder hier hinten. Sophia-Erinnerung. Und ja, uns fehlen eben noch hier der Aussichtspunkt und die Seite. Ich habe eben das Gefühl, dass wir da immer noch nicht hinkommen. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit den Missionen. So, haben wir eigentlich noch irgendwelche Läden, die wir aufkaufen können? Buchladen. Ja, und eine Bank haben wir hier auch noch. Es wäre vielleicht nicht mehr allzu schlecht, wenn wir die aufkaufen. So, Buchladen. Ich habe jetzt auch nicht... Obwohl, ein wenig Geld sollten wir dabei haben. Ja, ein wenig. Dann kaufen wir die mal auf. Denn wir verdienen dadurch ja letztendlich auch wieder Geld. Wenn wir die ganzen Gebäude renovieren. So, erstmal durch die Gegend laufen. Ich achte nicht immer drauf, wo er hinläuft, weil ich manchmal auf die Karte sehe oder nicht direkt auf ihn. Ich laufe nur immer in die Richtung. Habe ich schon im ersten Teil so gemacht. Ich sehe mir immer gerne die Gegend an, das ist die Sache. Ich sehe immer so ein wenig in den Horizont. Ihr dürft nicht hier sein. Oh, falsche Waffe. Ups. Naja. Da kommt schon ein... Oh, ach du Heilige, da habe ich jetzt einige am Nacken. So. Werde ich die jetzt nochmal los? Ah, ich werde schon wieder abgeworfen. Ich glaube, ich habe mich durch die Aktion nicht beliebt gemacht. Ah. Habe ich eigentlich noch Fallschirme dabei? Das wäre auch noch eine Frage. So. Okay. Ich glaube, hier werde ich sie los. Ja, okay. Hat ja nochmal funktioniert. Aha. Oh, nee, der nächste. Mit dem will ich mich aber nicht anlegen. So, hier unten ist irgendwo der Buchladen. Hm. So, vielleicht hier lang? Ja.
Ja, hier drüben. So, wie viel kostet der Spaß? 1000. Einkommen gestiegen. Und dann sehen wir mal nach. So, Schatzkarten. Da hat er auch noch einige. Ja, ist immer die Frage, ob die sich lohnen. Ja, könnten auch interessant sein. Konstantinbezirk. Okay. Bücher ansonsten, die sind doch oftmals relativ teuer. Wobei, die hier gehen sogar. Ah, der Goldene Esel. Genau, die Odyssee hatten wir gekauft. Aus gutem Grund. Ja, komm, das kaufen wir auch nochmal. Kostet jetzt nicht sonderlich viel. Dann wirke ich gebildeter, weil ich mir Bücher kaufe, die ich dann trotzdem nicht lese. Logischerweise. Ja, wie jeder, der so ein Bücherregal zu Hause rumstehen hat. Wir gehen jetzt aber mal zur Bank. Die will ich auch noch kaufen. Also, renovieren. So. Alles klar. Oh, schön. Ach ja. Das macht immer Spaß. Oh ja. Meisterhaft. Ah, das sind schon die nächsten Kollegen. Und da vorne. Das war nicht ganz geplant. So, ich laufe trotzdem mal lieber weg. Aus dem Radius hier. So. Falls ich das denn hinkriege. Ja. Okay. Wie weit weg ist die denn? Ach, direkt da vorne. Okay. Ich hatte schon die Befürchtung. So, die müsste jetzt hier direkt sein. Hier direkt, okay. Ja. Das sieht richtig aus. Die Bank renovieren. Genau. Einkommen nochmal ein wenig gestiegen. Okay. Ja, einige Gebäude können wir noch renovieren. Das hier, Buchführung, Geld abheben. Oh ja. Das hat mir echt ein wenig. Auf Vorrat. Das lasse ich mir sicher nicht entgehen. Und jetzt zur Mission. Auf, los geht's los. Oh je, Achtung. Ah, die nächsten Wachen hier. Okay. Langsamer und qualvoller Fehlungstod. Naja. Bin ich jetzt kein Freund von. Pardon. So, und zwar müssen wir jetzt in... Oh je. Ach, wir müssen ja wieder hier rüber. Ja, okay, das kriegen wir hin. Ja. Ja, das geht. Okay. Da vorne. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, diese Passanten hier. Hier vorne, okay. Ach so. Ja. Oh, da sind wir. Jetzt müssen wir wieder zu unserem Hauptquartier. War ich wohl doch etwas zu voreilig. Da vorne. Ah, weil wir das hier wieder abspielen können. Verstehe. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. Da sehen wir mal. Eine weitere Erinnerung von Altair. Diesmal genau. Ihr hieltet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können.
Masiyaf. 1191. Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Des Mentors Totenwache. Altair hat seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben musste. Al-Mualims Leiche zum Scheiterhaufen tragen. Die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Würdet ihr nach Akon reiten und dasselbe tun? Natürlich. Interessant. Diese Erinnerung ist direkt nach dem ersten Assassin's Creed-Teil angesetzt. Eine Vision? Was geschieht hier? Wir haben den Meister getötet. Weil er ja, naja, durch den Apfel korrumpiert wurde. Tja. Auf den Scheiterhaufen bringen. Um sicher zu gehen. Wie konnte es dazu kommen? Tja. Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war... Er hat uns eben hintergangen. Unser Mentor, der Auslöser dieser Wirren? Das glaube ich nicht. Ja, das weckt Erinnerungen. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß. Na schön. Wir werfen mal einen Blick in die Datenbank. Und zwar... Achso. Kann ich jetzt überhaupt... Datenbank, letzte Einträge. So, hier haben wir nämlich nochmal Al-Mualim. Damit wir nochmal das Gedächtnis ein wenig auffrischen können. Informationen zu diesem Mann reichen nicht viel weiter zurück als bis 1176 vor unserer Zeit. Also etwa in die Zeit, in der die Assassinen den Sarazen-General Saladin herausforderten. Ich würde sagen, Al-Mualim muss damals etwa Ende 40 gewesen sein, aber das ist schwer zu sagen. Du weißt ja, einige ergrauen früher als andere. Jedenfalls war Al-Mualim ein vollendeter Assassine und ein gefürchteter Anführer. Ruhig, aber bestimmt führte er seine Gruppe von Assassinen in eine wahre Blütezeit. Er behandelte seine Schüler hart, aber gerecht, mit Geduld, Ehrlichkeit und Verständnis, wie seine eigenen Söhne. Er hatte viele Bewunderer, sowohl unter seinen Freunden als auch unter seinen Feinden. Und für viele seiner Schüler war er eine Vaterfigur, insbesondere für den jungen Altair ibn La'ahad. Angesichts dessen hatte Al-Mualim zu einer legendären Persönlichkeit werden können, wäre es dann nicht um das Jahr 1191 zu seinem schnellen Absturz ins Verderben gekommen, nachdem er ein Artefakt der ersten Zivilisation in die Hände bekam, den Edenapfel, war er nicht besser als die Templer und übernahm schließlich sogar ihre Denkweise. Innerhalb weniger Monate vergaß er sein Credo und plapperte davon, Frieden und Ordnung seien nur mit Gewalt und Manipulation zu erreichen, zynisch, aber auch reizvoll. Das ist das Problem mit den Templern, glaube ich. Ihre Philosophie ist so verdammt einfach, so verlockend. Sie bietet einfache Lösungen für komplexe Probleme. Tu einfach dies, das und jenes und all deine Probleme sind gelöst. Genau das stellte der Apfel für Al-Mualim dar. Eine einfache Lösung für all das Chaos, das er in der Welt sah. Tja, aber es gibt eben meistens nicht eine einfache Lösung. Ich frage mich gerade, hier steht doch...
zurück als bis 1176 vor unserer Zeit. Also, das sollte ja nicht richtig sein. Komisch, okay. Ist mir gerade nur aufgefallen, weil da eben VUZ steht, also müsste ja vor unserer Zeit stehen. Ja, ist dann wohl ein kleiner Fehler. Naja, okay. Aber jetzt wollte ich noch den hier lesen. Abbas Sofian. Abbas Sofian wurde 1166 geboren und hatte eine recht schwere Kindheit. Sein Vater, der 1176 von den Sarazenen gefangen genommen und gefoltert wurde, verschwand schon früh aus seinem Leben. In der Annahme, er sei verlassen worden, verfiel Abbas in eine schwere Depression, die nur seine Freundschaft zu und Hingabe an seinen Lehrmeister Al-Mu'lim lindern konnte. Doch all dies änderte sich, als sein Freund und vertrauter Altair ihm etwas verriet, was Abbas für eine grausame Lüge hielt, nämlich dass Abbas Vater unter der Folter des Assassinenordens verraten und sich später aus Scham darüber das Leben genommen hat. Zornig lehnte Abbas diese harte, ungeschönte Wahrheit ab. Eine Wahrheit, die Al-Mu'lim weder bestätigen noch entkräften wollte. Von diesem Punkt an betrachtete Abbas Altair als Lügner und Verräter und als zu verschlagen und boshaft, um den hehren Regeln des Credos zu dienen. Als er älter wurde, reifte Abbas zu einem fähigen und respektierten Assassin heran, aber seine Persönlichkeit ließ stets zu wünschen übrig. Humorlos und mit beinahe fetischistischer Hingabe für die Bruderschaft verabscheute er zugleich Al-Mu'lims Günstlingswirtschaft und Altairs freie Interpretation des Credos. Trotzdem blieb er für viele Jahre ein treuer Gefolgsmann und wusste seine Abneigung gegen seinen früheren Freund gut zu verbergen. Das Schweigen fiel ihm allerdings zunehmend schwerer und während er Altairs steilen Aufstieg zum Meister und später zum Mentor mit ansehen musste, fühlte sich Abbas Herz immer mehr mit lähmendem Hass, den er kaum mehr geheim halten konnte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er aus ihm hinausbrach. Okay. Kleines Foreshadowing, was noch passieren kann. Ja, interessant. Natürlich auch schon ein wenig tragisch. Also gut. Tja, schade, dass es so weit kommen musste mit Al-Mu'lim. Altair, nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler! Hört mich an. Diese Leiche könnte eines von Al-Mu'lims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mu'lim war verhext. Oh. Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Die Assassinen entwaffnen, um einen Bürgerkrieg zu verhindern. Niemanden töten! Achso, entwaffnen. So. Komm schon. So, das haben wir. Den haben wir auch. Kommt schon, Freunde. Ich will euch nicht wehtun. Wir können das friedlich lösen. So, das haben wir auch. Ja, die sind natürlich noch dem Meister treu. Finde ich also auch ganz interessant, dass man das hier nochmal aufgegriffen hat, was eben nach dem ersten Teil passiert ist, denn, naja, dass es nicht einfach so hingenommen wird, ist ja relativ logisch. Naja, weil wir ja den Meister eben getötet haben. Was sagte ich euch, Altair? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mu'lim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön, oder nicht? Den Apfel beschaffen, um Abbas zu retten. Was? Eden Apfel zum um Abstürze beim Klettern zu vermeiden, sollten sie ihre Bewegungen so abstimmen, dass sie den Schockquellen des Eden Apfels aus dem Weg gehen. Wie auch immer ich das abstimmen kann. So.
Ach du Heilige. Okay, Abbas. So, hier nach oben. Ich glaube, der kommt nicht ganz auf die Macht des Apfels klar. Beziehungsweise kann er nicht kontrollieren. Ja. So, abwarten. Okay, kommen wir jetzt hier nach oben. Na, das klappt ja nicht so ganz. Hilfe! Das war nicht der Plan. Man sieht mal wieder, ich bin hier der kompetente Mann, um den Typen zu retten. So, kommen wir denn jetzt? Da kommen wir lang. So, jetzt erstmal hier warten. Na, großartig. Runterfallen will ich jetzt hier aber nicht. Ja, ich glaube, der Apfel ist ein wenig zu viel für ihn. Wie kommen wir denn hier nach oben? So. Ach, da. Okay. Noch ein Stück. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, ganz ruhig bleiben. Ach, der ist da. Nee. So, da liegen noch ein paar. Komme ich jetzt von hier aus irgendwie noch weiter nach oben? Ah. Oh, nicht runterfallen. Ah, desynchronisiert. Schade. Okay, probieren wir das nochmal. Ja, das habe ich nicht ganz geschafft. Meine Güte. Ja, hier musste ich erstmal den Weg suchen. Hat er sich einfach den Apfel geschnappt? So. Ja, wie ich das am besten abstimme? Keine Ahnung. Also wahrscheinlich, dass ich hier nicht gerade am Rumhängen bin. Werden die Schockwellen hier kommen. Boah, die Wege sind schrecklich. Ja, komm schon. Ja, 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 Bewegung. Nicht stehen bleiben. So, und zwar hier rauf. Ja, er bleibt dann immer kurz stehen, wenn ich getroffen werde. So. Nein, 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 nein. So. Hier lang, genau. Dann hier nach oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Ja, sieh mal an. So. Hier. Komm ich nicht durch. Ich glaube, das ist schon richtig hier. Ja, und jetzt? Ja, das ist jetzt die Frage. Nee. Ich weiß, der stirbt hier gerade, aber ich weiß nicht so. Wow. Ich weiß nicht so recht, wo ich lang muss. Nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. So. Ja, jetzt ist er sowieso weg. Okay, dann probiere ich jetzt nochmal ganz schnell da nach oben zu kommen. Aber wie ich von da aus dann weiterkomme, müssen wir mal sehen. Ach ja. Alter, ihr. Ach ja, der Edenapfel. So. Ja, komm schon. So, da brennt die Leiche. Komm schon. So. Ja, das war perfekt. Och nein. Aber kann ich denn... Ja, hier komme ich lang. Okay, das ist gut. Weiter, weiter, weiter. Komm schon. So, kurz warten. Das mit dem kurz warten war keine gute Idee. Dann schießt es mich hier direkt nach unten. Schön festhalten. So. Hey, und von hier aus komme ich ja nicht weiter nach oben. Nee. So, jetzt bin ich hier drin. Oder
Ach, ich muss einfach mit dem direkt interagieren. Ach so. Das hatte ich ja komplett übersehen. Naja. Was war das? Das wäre mal wieder typisch. Sind sie tot? Noch nicht. Vergebt mir. Ich wusste nicht. Was machen wir jetzt mit dem Apfel? Etwas zu lernen? Oder führst du uns alle in den Ruin? Also gut, das Mentors Totenwache. Wir haben auch gar kein Leben verloren, als wir von den Schockwellen getroffen worden sind. Naja, nehme ich mal so hin. Altair, gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Oh ja, Altair. Hat schon einiges vollbracht. Kurze Erinnerung, mal wieder. So. Ah, Sequenz 4 beendet. So, dann sehen wir mal, wo wir jetzt abgesetzt werden. Der Prinz. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten, oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Sequenz 5, Erbe des Reiches. Also gut, da vorne können wir direkt weitermachen. Wo wurden wir denn abgesetzt? Hier mitten im Ort. Dann renoviere ich vielleicht nochmal ein paar Läden, wenn ich direkt hier bin. So, da vorne können wir irgendwo direkt die nächste Mission starten. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Davor gehen wir nochmal hier lang. Ah, schön. Und zwar, Moment. Da oben. Okay, ja. Sequenz 4 auch schon abgeschlossen. 3 Schlüssel fehlen uns noch. So, den nehmen wir doch nochmal aus. Jawohl. Ach, ist das wieder hier drin? Der Schneider. Hm. Okay, müssen wir doch reingehen. Glaube ich. Ah ja. Erstmal wieder die Leute anrempeln. So, hier vorne. Genau. Einmal renovieren. Und dann werfen wir gleich mal einen Blick hier herein. So, Fallschirme. Ja, haben wir keine mehr. So, wie viel kosten die? Ja, das können wir machen. Kleider färben. Beutel, Gifttäschchen, so, schwere Schwertscheide, die wäre, boah, die ist halt schon teuer, ey. Mittlerer Fallschirmbeutel, ich meine, so viele Fallschirme benutze ich auch nicht. Ach, ich kaufe den jetzt einfach mal. Dann haben wir welche, einfach mal aus Prinzip. So, ich glaube, eine Bank war hier auch noch in der Nähe. Das machen wir. Ja, da vorne.
ist aber auch direkt hier. Da ist auch noch ein Schmied und ein Buchladen. Bitte aufhören, es war nicht böse gemeint. So, ich mach doch nichts. Meine Güte, die ganzen Leute immer. Ah, hier. Können wir die nächste Mission starten. Da vorne. Hier drüben. Ja. Glaube ich. Hier, hier, ja. So. Und zwar die Bank. Die renovieren wir auch nochmal. Ah, schön. Ja. Das Einkommen steigt weiter. Genau.